Es haben doch echt schon ganz schön viele nach meinem Adventskranz gefragt. Der ist von Ostermann. Ich habe ihn jetzt erstmal doch vom Buch weggenommen. Ich habe zwar extra Kerzen genommen, die nicht tropfen sollen, aber ich behalte es jetzt erstmal im Auge, weil keine Lust ist, dann dieses Chanel-Buch hier zerstört wird. Aber ich mag ihn. Wunderschöne Frisur. Ich nenne sie 4 Tage nicht gewaschen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, mit so Haaren hier kriegt ihr die besten Sleek-Zöpfe hin. Das wird kein Haarspray und kein Gel, kein Wachs dieser Welt, wird es so schön hinbekommen. Ich werde heute mal endlich dekorieren. Ich werde meinen Weihnachtsbaum aus dem Schuppen holen, den ich exakt so mit Lichterkette in den Schuppen gestellt habe. Dann habe ich ihn mit so Folie eingewickelt. Nur damit ich diese scheiß Lichterkette nicht nochmal auseinanderfrimmeln muss. Das ist der Horror. Und ich hoffe, dass es eine gute Idee von mir war, das zu tun. So, das ist die Situation. Und ich hoffe, dass ich den so wieder reinbekomme. Aber ich habe ihn ja auch rausbekommen. Ich sag mal so, die Grundidee, meinen mit der Lichterkette schon beschmückten Baum in den Schuppen zu stellen, war eigentlich gut. Nur man kriegt ihn halt nicht mehr richtig raus, weil eigentlich ist er dafür da, dass man ihn halt auseinanderbaut, weil der hat extra so mehrere Steckteile, die man eigentlich auseinandersteckt und dann hochklappt und in einen Karton tut. Diesen Karton hatte ich aber irgendwann mal weggeschmissen, weil ich da nicht drüber nachgedacht hatte. Und ja, ich muss mir einen neuen Karton kaufen, damit ich das einfach wieder zusammenstecken kann. Und es gibt wenig Gegenstände, die mich so aggressiv machen wie Lichterketten. Also Lichterketten sind definitiv in meiner Top 3. Ich hasse es. Übrigens wollte ich noch sagen, dass ich absolut enttäuscht von meiner Community bin. Absolut enttäuscht, weil mir so viele bezüglich einer Minisequenz mit einem Klipperfeuerzeug geschrieben haben, was mich absolut enttäuscht, ja, dass ihr wisst, womit man die in Verbindung bringt oder wofür die sehr gerne genutzt werden. Ich bin sehr enttäuscht. So. Jetzt mal ohne Spaß, weder kiffe ich daheim, noch rauche ich Bong zu Hause. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, woher ich das habe. Ich glaube auch, ich habe mir noch nie ein Feuerzeug selbst gekauft. Ich glaube, die tauchen einfach irgendwann in deiner Jackentasche auf, weil ich habe ja früher noch geraucht und dann ist es so, ja, hast du mal Feuer? Ja, okay, ich behalte es einfach. Und ja, das habe ich einfach zu Hause und seitdem zünde ich Kerzen damit an. Was sehr praktisch ist, weil die ja größer werden, wenn man die umdreht. Fragen nach meinem Weihnachtsbaum nehmen wieder absolut überhand. Dabei habe ich es eben extra nochmal gepostet, den Weihnachtsbaum, dass er in meinem Mostly Ass drin ist. Ich kann die Fragen zu meinem Weihnachtsbaum. Seit 5 Jahren fängt es im Oktober schon an. Ich habe ihn extra da reingepackt. Bitte. So, ich bin übrigens fertig. Ich habe es dieses Jahr in Weiß und Gold gelassen. Das hatte ich noch nicht. Und ich habe so ein ganz paar wenige in einem ganz dunklen Petrol. So ein paar größere. And I love it. Gefällt mir richtig gut.